herzlich willkommen zu einem Tutorial heute von mir, Shanks Court. Was ich euch heute zeigen werde, ist in Photoshop CS6 eine 3D-Schrift zu erstellen, wie ihr formatieren könnt, kombinieren könnt und es gleichzeitig mit einem schönen Effekt herstellen. Ich habe hier mal ein kleines S selber gestaltet, wie ihr in 3D-Schrift selber kreiert plus eure 3D-Effekt praktisch herauswirken lässt. So, dann machen wir das hier mal kurz weg. Und zwar, ich mache jetzt mal hier einfach eine neue Ebene. Und zwar, hier gibt es das Tool, Polygonal Lasso Tool. Da klickt ihr drauf. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ein Klick ist praktisch, setzt er wie einen Punkt, wo ihr dann einen Faden zieht. Ja, wir wollen jetzt ein S machen. Machen wir mal so, 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 so. Naja, ist jetzt nicht so besonders. So, so. Bap, 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 bap. Okay, sieht furchtbar aus, ehrlich gesagt. Nee, das mache ich nochmal neu kurz. Das geht ja gar nicht. Das kann ich ja so nicht lassen. So, 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 so. So. Und pop. So, ist das wunderschön und gut. Jetzt ist das praktisch wie ein S geworden. Jetzt drückt ihr Rechtsklick auf das Ding. So, Transformation Selektion, ja. Wenn ihr das habt, drückt ihr auf Speichern. Dann in das Bildchen hinein. Ach, warum will es denn nicht? Ach. Mensch, was habe ich denn da gemacht? Wir haben gar keine neue Ebene gemacht. Drückt ihr auf Stroke und machen wir mal, sage ich mal, anstatt 40 PT machen wir mal 20. Und es ist wie ein Rahmen entstanden. Und dieser Rahmen könnt ihr jetzt praktisch, wenn ihr jetzt hier auf diese Ebene ganz hinten drauf geht, wieder ganz normal, wie wenn man einen 3D-Kreis erstellt, hier drauf 100% Deep und hier ein bisschen rumfummeln, so entsteht ein 3D-Effekt. Hier runter könnt ihr wieder euren Effekt auswählen, wie das Bild aussehen soll. Hier unten könnt ihr einstellen, soll es noch einen leichten Rotschimmer mit drin haben. Und ja, vom Prozentualen her, wie soll es aussehen? Zack. So, und jetzt sage ich mal, jetzt habt ihr so hier eure 3D-Schrift erstellt und ihr könnt euch selber natürlich aussuchen, wie möchtet ihr die Farbe haben oder wie wollt ihr diesen Spiegeleffekt haben. Ich habe echt sehr viel rumgespielt und muss ehrlich sagen, ich habe es am Ende, hoppala, ich mache das mal hier kurz weg. Oh, jetzt hat es sich auch noch gespeichert. Ich habe jetzt hier bei dem S, wenn ich das jetzt mal wegmache, steckt sehr, sehr viel Arbeit drinnen. Ich habe hier mal zeigen, wie habe ich die Farben geändert, auf Linear Light, auf Multiply. Also ich meine, ihr könnt selber entscheiden, wie ihr das haben wollt. Und ich habe es auf jeden Fall jetzt mal so hingestellt, so soll es halt aussehen. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Wie ihr das halt auch machen wollt, könnt ihr alles selber kreieren. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und viel Spaß bei eurer Eigenkreation von euren Logos. Macht's gut, ciao.